Und jetzt gibt's noch mein Gesicht in Real Life zu sehen. Achtung! Hallihallo, Hallöchen aus dem Urlaub. Ja, schön wär's. Schön wär's. Nein, ja. Hallihallöchen aus dem Haus. Ja, Cabrio steht hier. Wir haben hier eine Garage. Ich habe mir hier schon mal so ein bisschen Werkzeug eingerichtet. Ich möchte euch einfach mal so eine kleine Haustour geben, bevor hier alles fertig ist, weil es ist so viel zu tun. Hier ist ein bisschen dunkel, aber das ist kein Problem. So, Müll. Dann kann man hier auf die Seite rein, weil hier ist ein Zimmerchen. Es dauert jetzt ein bisschen, bis hell ist. Aber hier haben wir ein Zimmerchen, was früher wahrscheinlich als Vorratsraum genutzt wurde. Und was aber in hoffentlich allzu naher Zukunft dann mein Zimmer zum Zocken wird. Hier ist nichts drin, kein Fußboden, keine Wände, verkleidet, nichts. Ja, das wird ein bisschen Arbeit. So, Haustour geht weiter. Ich möchte nämlich einfach euch mal den Stand jetzt zeigen. Da hinten ist die Heizung drin, ist, denke ich, bekannt. Brandschutztüre. Wir haben hier unten noch ein Zimmer. Das ist gerade, ja, Heizungsschönmachzimmer. Wir haben hier die Heizung abmontiert im Obergeschoss, im ersten OG oder im Erdgeschoss, je nachdem, wie man es sehen will, weil eigentlich sind wir hier gerade im Keller. Das Zimmer hier wird sich auch recht heftig verändern. Also der Boden kommt raus. Hier liegen eben, wie gesagt, noch die Heizkörper. Die sind wir am Lackieren. Müssen wir noch machen. Sieht im Moment noch nicht so aus, wie wir uns das vorstellen. Deshalb, dazu kommen wir noch irgendwann, hoffentlich bald. So, dann gehen wir weiter. Treppenhaus. Alles natürlich richtig dreckig. So, Obergeschoss, Erdgeschoss sozusagen, eigentlich hier mit der Eingangstüre, einem vorgesehenen Ofenstellplatz, da kommt auch wieder ein Ofen hin, hätten wir gerne. Dann haben wir hier einen Essbereich und ein relativ großes Wohnzimmer, in dem wir schon angefangen haben, den Boden zu verlegen. Ja, wird noch einiges an Arbeit. Sockelleisten fehlen natürlich noch, kommen aber, beziehungsweise sind schon zum Teil da. Dann sehen wir hier hinten das kleine WC, Gäste-WC eigentlich. Da wird auch noch viel gemacht. Da kommt nämlich ein Vorwand-WC rein. Ja, Licht. Vorwand-WC kommt rein, Rauputz kommt drauf oder ein Putz kommt drauf bis zur Fliesenhöhe, also bis etwa hier. Und nach unten wird an den Seiten weiß gefliest und Boden und Rückseite soll schwarz werden. So, ja, so viel dazu. Dann gehen wir mal weiter. Dann kommen wir nämlich hier. Essbereich hatte ich ja schon gesagt, kommt hier hin. Und dann kommen wir hier zur Küche. Küche ist im Moment ausgestattet mit sehr alten Geräten, wo auch kein Wert mehr drauf gelegt wird, dass die jetzt wirklich noch ein paar Jahre heben. Die werden wir austauschen. Kaffeemaschine am Start. Jo, wie gesagt, hier fehlen die Heizkörper. Das sind eben die, die unten im Raum liegen. Da fehlt auch der Heizkörper. Das kommt noch. Dann kommen wir hier links zu einem kleinen Räumchen, was wir mit Putzgrund grundiert haben, wo auch Putz drauf kommt. Darauf warten wir gerade, das soll nächste Woche passieren. Dann kommen wir ins Schlafzimmer. Hier liegt noch der alte Laminat drin, der kommt raus
Und wir verbauen ein Vinyl-PVC, Vinyl-Laminat, so rum. Ja, schöne Größe. Hier auf die Seite kommen dann die, ja, Hände sind dreckig, klar, weil ich bin auch nebenbei noch am Arbeiten heute. An die Seite kommt der Schrank. Hier ist natürlich alles vorgesehen für Bett und Nachttisch und so weiter und so fort. Ja, hier habe ich von oben rum, da so und hier runter Strom und nee, Kabel, also Fernsehen verlegt, weil vielleicht kommt hier auch ein Fernseher rein. Ja, dann kommen wir hier zum sehr alten Bad. Haus ist von 86. Bin ich jetzt tatsächlich? Ja, ich war zu dumm, ich habe den Spiegel nicht mehr umgedreht. Ich gucke mal, dass ich das irgendwie rauskriege, weil sonst seht ihr ja, wie ich aussehe. Das will ich ja nicht. So, hier haben wir ein Bad, Badewanne drin, natürlich alles altersgemäß in der richtigen Farbe. Da ist noch eine Dusche. Was wir damit aber konkret machen, das weiß ich noch gar nicht. Die kommt sehr wahrscheinlich raus. Und dann soll eigentlich das Waschbecken von da hier rüber. Und eventuell hier in die Ecke dann eine Eckbadewanne. Aber so ist erstmal der Plan. Jo. So, dann gehen wir mal weiter. Wie gesagt, hier ist die Eingangstüre, Haustüre. Dann kommen wir ins Obergeschoss. Auch hier die gleichen Treppen, ist ziemlich massiv, alles schön. Aber jetzt natürlich gerade sehr, sehr dreckig. Hier ist noch mal eine Türe, die sind gerade ausgebaut. Steht hier. Ja, ist eigentlich eine separate Wohnung. Hier mit, warte mal, haben wir hier nicht, hier haben wir doch Licht. Auch nochmal mit Ofen. Ja, eine kleine Rumpelkammer, die nicht ausgebaut ist. Dann haben wir hier ein kleines WC noch. Da stelle ich mich jetzt natürlich nicht vor den Spiegel. Ja, kleines WC könnte man noch ein bisschen größer machen. Haben wir im Plan, dass wir hier vielleicht die Wand noch ein bisschen versetzen und nach rechts auch. Aber das wird irgendwann mal der Fall sein. Das war von den Voreigentümern das Kinderbad. Deshalb auch diese kleine Badewanne. So, dann kommen wir zu diesem Räumchen hier. Das ist eigentlich noch ein Wohnzimmer. Da habe ich noch ein bisschen was flicken müssen. Alles abgeklebt, weil wir haben heute hier gestrichen. Und das ist hier im Haus alles so ein bisschen doof, weil die hatten überall eine Farbe an der Wand. Also hier unten, von hier bis runter, waren grüne Streifen, so wie hier noch ein bisschen zu sehen. Die Wand ist nur einmal gestrichen, beziehungsweise nur der Grünstreifen bisher. Aber wenn man zweimal drüber ist, hier, ja doch, man erkennt ihn noch leicht, aber vielleicht trocknet es noch nach. Auf der Seite sieht man ihn eigentlich schon gar nicht mehr. Und da drüben auch nicht mehr. Von dem her, ja, das wird ein Wohnzimmer. Wobei ich mich gerade frage, doch da hinten in der Ecke ist Kabelanschluss. Ja, okay. Und dann kommen wir hier in die Küche. Kein Strom. Da haben wir heute hier, wie zu erkennen war oder ist, war hier raus und runter eine Verblendung davor, vor den ganzen Anschlüssen, die haben wir heute rausgerissen. Ja, hier in der Ecke ist nochmal gut zu sehen, einfach von der Farbe her. Hier ist ein Waschmaschinenanschluss. Dann hätten wir hier Spülbecken. Rechts daneben ist ein Herdanschluss, also unter der Dose hier. Ups, unter der hier. Ja. Und dann wäre rechts eigentlich noch Platz für einen Kühlschrank, weil wir haben aktuell noch eine Küche in der Wohnung, in der wir wohnen. Aber die Küche nehmen wir mit und die passt dann mit neuer Arbeitsplatte. Arbeitsplatte wird dann wahrscheinlich von der Ecke komplett hier rum bis zum Kühlschrank sein. Da muss eine neue rein, aber von den Schränken her sollte das eigentlich passen. So. Dann kommen wir hier noch in, da ist jetzt sehr dunkel, bin ich gerade mal überlegen, ich habe hier nämlich noch einen schönen Baustrahler.
Natürlich mit der fachgerecht gesicherten Steckdose, bitte nicht nachmachen. Hier haben wir eben noch ein Zimmer, da seht ihr auch schön das schöne Grün. Ja, muss man einmal überstreichen, vielleicht noch ein zweites Mal und dann passt es aber. Wie gesagt, hier haben wir noch ein Zimmer, das ist auch, wie wir an den Anschlüssen sehen, da und da mit Steckdose und in der Mitte ein Lichtschalter, eigentlich als Schlafzimmer vorgesehen. So ist zumindest mal die Grundaufteilung. Der Boden hier, der soll drin bleiben in der kompletten oberen Wohnung, weil der sieht eigentlich noch schön aus, deshalb haben wir hier auch alles abgeklebt. Nicht schön, aber zweckmäßig. So, jetzt muss ich noch ein bisschen aufräumen und dann mache ich, denke ich, für heute auch schon Feierabend. Hier sind noch ein paar Schlieren drauf, weil ich da den Schutt noch von der, da war eine Rehgipsplattenwand davor auf einer starken Konstruktion und die haben wir eben abgezogen oder abgerissen. Deshalb ist hier ein bisschen Staub und Dreck, aber wenn man den Boden nochmal schön putzt, ich denke, dann kann das noch ganz schön werden. So, ich glaube, der ist ganz gut. So, unten kommt überall das graue Laminat rein, das ihr schon gesehen habt. Hoppala. Ja, hier, schöner Sicherungskasten mit, man sieht es jetzt gar nicht, mit grüner Farbe, einfach so einer Klebefolie. Unten kommt, also hier auf der Etage soll überall dieser PVC rein. Nicht PVC, Klick-Vinyl-Laminat. So, ist glaube ich der richtige Ausdruck dafür. Ja, wird noch ein Haufen Arbeit. Wir wollen, wenn es geht, nächsten Monat, spätestens im Dezember wollen wir hier drin sein. Ich denke, das kriegt man hin. Also wenn hier der Putz drauf ist, dann reißen wir hier den Boden raus. Dann kommen wahrscheinlich wieder die Heizungen dran. Da haben wir übrigens noch einen Balkon. Aber es ist gut, dass abgeklebt ist, weil dann seht ihr nicht so viel. Also wenn der Putz drauf ist, kommt hier und genauso hinten in dem kleinen Zimmer, was ihr da noch seht, kommt der Boden raus. Und dann kommt das Laminat voll rein. Des Klickdingens. Und dann können wir eigentlich schon einziehen. Ja, so ist der Plan. Ich hoffe mal, das haut hin. Wenn es dann, vielleicht gucke ich mal, dass ich zwischendrin nochmal ein Update-Video mache, bevor wir einziehen, dass ihr einfach seht, wie es dann fertig soweit hier unten aussieht. Weil das wird erstmal unser Wohnbereich. Oben hat eigentlich keine so große Priorität. Da haben wir Zeit. Das wird eventuell eine Mietwohnung. Muss man mal gucken. So ist der Plan. So. Aber das soll es jetzt dann erstmal gewesen sein. Draußen gibt es natürlich noch einen Haufen Garten. Auch da muss ich mal gucken, ob ich euch da irgendwann was zeige. Aber jetzt sind wir erstmal am Ende angelangt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn ihr Bock habt, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da und schaut immer wieder mal rein, damit ihr auch seht, wie es weitergeht. Und ja, bis dahin. Also was ich auf jeden Fall machen werde, ist, wenn ich dann in meinem Zimmer unten im Keller, in meinem Zockerzimmer ausbaue, da werde ich, denke ich, relativ regelmäßig irgendwelche Update-Videos machen und euch zeigen, wie es denn aussieht. Da werde ich euch mitnehmen. So, und jetzt gibt es noch mein Gesicht im Real Life zu sehen. Achtung! Verarscht! Tschüss!